Tja, einen wunderschönen Willkommen zu einem Retro-Fox und zwar aus dem Jahre 2002, diesmal Command & Conquer Renegade. Das Spiel ist keine Echtzeitstrategie in dem Sinne, nicht in dem Sinne, ist überhaupt nicht. Es ist ein Ego-Shooter im Command & Conquer-Universum und ist, wie gesagt, 2002 erschienen. Westwood Studios hat es noch entwickeln dürfen und Electronic Arts hat es published. Worum geht es da eigentlich im Kern? Wir übernehmen die Rolle eines Herrn Havoc, ist halt eine Kommandoeinheit der GDI und müssen eben halt die ein oder andere Mission für die GDI gegen die Nod bestreiten, logischerweise. Wir gucken uns das Ganze mal an hier. Wir machen Feldzug und fangen ganz normal vorne an als Anfänger, weil wir sind ganz einfach und schauen uns das Ganze mal an. Das Tutorial erspare ich mir einfach mal, weil es ist sehr, sehr, sehr langatmig. Und was suchen wir überhaupt? Genau. Einen imaginären Stützpunkt. Ruhe. Genau. Es ist viel zu ruhig. Mein Radar spielt verrückt. Er muss hier in der Nähe sein. Aufklärer 1, hier Eagle-Basis. Was hat die Verzögerung zu bedeuten? Verstanden, Eagle. Noch kein Anzeichen für eine Notanlage. Nicht bewegen! Haltet die Augen offen! Oh oh. Attacke! Ein Hinterhalt! Und Ja. Hier ist Aufklärer 1, wir werden beschossen. Wir werden. Ein Feuer sein, Aufklärer 1. Wir schicken eine Kommandoeinheit. Korrekt, und das sind wir. So heroisch werden wir abgeliefert. Schwingen uns aus dem Helikopter. Und stehen da. Und los geht's. Alles frei! Super. Also dafür, man muss ja dazu sagen, die Grafik-Engine ist aus dem Jahre 2001, 2002 logischerweise, ne? Und die ist gut gealtert, sieht aus, muss ich mal sagen. Sie fest. Hierher! Scharfschützen! Oh. Wo ist er? Ich kann ihn nicht sehen. Wo ist dieser Arzt? Welcher Arzt? Hey, das ist Havoc! Captain Havoc! Hier, Luxor. Sind wir froh, Sie zu sehen. Jetzt ist es Zeit. Ich hab einen erwischt. Dort oben auf den Felsen. Oh. Kommt doch und holt es euch. Oh, schnell helfen. Okay. Das war einer. Ah, wir haben unsere BMT verloren. Toll. Der ist einfach abgehauen. Ich konnte gar nichts machen. Wer denn? Das ist ja noch einer. Sie setzen Verstärkung ab. Oh, da kommt gar nicht erst runter. Nein! Gute Arbeit, ich bin getroffen. Hervorragend! Schöner Schuss. Ja! Genau, schöner Schuss. Wenn man weiß, wo die herkommen, dann ist es gar nicht mal so kompliziert. Aua! Noch ein Hub, super Schuss, Sir. Jawohl! Hubschrauber erledigt! Wir haben sie zurückgeschlagen. Yes. Sie rennen wie die Hasen. Wir haben es geschafft. Vielen Dank, Herr Bock. Wir schulden Ihnen was. Toll gemacht. Aufklärer 1 an Eagle-Zentrale. Wir haben Verwundete, aber wir sind okay. Verstanden, Aufklärer 1. Bringt euch wieder ins Raum und bereitet euch auf die Verfügung. Ja, dann mach mal den Heil, den Panzer, den ja? Fortsetzen. Ihr Panzer ist repariert und fahrbereit, Sir. Nehmen Sie den Panzer von Aufklärer 1. Feuer unterm Dach. Sie werden ihn brauchen. So, jetzt ist die Steuerung natürlich ein bisschen bescheiden, aber ist egal. Wir gucken mal. Wir können eigentlich mit jedem Fahrzeug, was es hier gibt, fahren. Jawohl. Gut gemacht. Ich schicke euch etwas mehr Feuerunterstützung. Prima. Das wird toll. Orkatex an Eagle-Basis. Ich habe Blickkontakt zum Sammler. Oh, war das Ding kaputt da hinten? Mist. Welchen Sammler? Das ist doch schon tot. Oh. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Da ballert doch noch was.
Ich glaube, da oben rennt noch irgendeiner rum, den wir nicht erwischen. Die Steuerung ist an einigen Stellen sehr bescheiden. Aber man kann letztendlich die kompletten Missionen, die man sonst von oben drauf spielt, hier komplett spielen. Aua. Oh. Oh, 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 oh. Na, kriegen wir es doch hin hier? Ja, los, doch. Zerlegen Sie diese Flarak. So, zerlegt. Diese Flarakstellungen sind Geschichte. Das hat man noch gefährt hier. Es gibt keinen einzigen Piloten mehr. Wir haben die Nordanlage über GPS erfasst. Bereiten Sie sich auf einen Schlag mit der Ionenkanone vor. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Der Notstützpunkt ist zerstört. Yes. Jawohl, so muss das sein, so muss das sein. So muss das sein. So, damit haben wir den ersten Einsatz erledigt. Wahnsinn, Wahnsinn. Das war jetzt so ein bisschen zum Aufwärmen, ne? Die Grafik. Ich glaube, das hätten sie mal lieber in-game erzählen sollen, aber ich glaube, da war die Engine nicht performant genug, um das hier so in diesen Kamerafahrten abzuspielen, ne? Keine Ahnung warum. Ich glaube, das ist durch den Misch, durch die ganzen Updates und die Fixes, dass man es in Full HD spielen kann, sind die ganzen Videosequenzen zusammengestaucht worden. Details not troop movements and force sizes. Generally, unremarkable information. But this is something special. As you know, Nod has a special forces division of elite assassins called the Black Hand. This is a covert communique detailing two top secret Black Hand operations. The first is in Guatemala. The second is in the remote agricultural area we're approaching. Details are sketchy at best. Nod forces are herding civilians into religious conditioning camps. Torture and brainwashing. No doubt. After processing, they're being escorted by the Black Hand to an undisclosed location. We launched an assault on the area 2 hours ago. It failed. We'll have reinforcements for our support craft in 6 hours. They're torturing civvies. We can't wait 6 hours. Let's roll! 6 hours, Captain. Until then, you'll stand down. I won't have you risking multi-million dollar equipment on any of your impulsive gung-ho tactics. You're part of a team, Havoc. It's time for you to start acting as such. Are we clear? Are we clear? Crystal. Sir. Ich glaube, wir kommen damit nicht so klar. Guck mal da oben. Aus Command & Conquer 1. Die Übersichtsmap. General, we have a situation. What? It's Captain Parker, sir. Havoc? He's liberated a hovercraft, sir. Launch our remaining support craft. Sir? You have your orders, Lieutenant. If he survives, I'll pin a medal on him. Then, I'll have him shot. Okay. Und damit sind wir dann im Spiel. Warte mal, retten und rächen, finden Sie das Nod-Gefängnis. Unsere Satellitenbilder zeigen zu schnell, geht alles weg. So, uiuiuiui. Unser Multimillionen-Dollar-Equipment ist jetzt vorbei. Hier geht alles im Bach runter. Suchen Sie den Nod-Gefängnisblock. Ja. Zivilisten werden dort gefangen gehalten. Ja. So, wir können rudimentär springen. Also so, das ist eigentlich eher, um irgendwelche Schluchten zu überspringen. Was anderes habe ich da noch nie festgestellt, muss ich ehrlich sagen. Uch. So. Ach so, das ist wir können... Havoc. Unser Stützpunkt wurde zerstört und Nod nimmt Gefangene. Mir nach. Genau, mir nach.
Wir können fast überall reingehen, wenn es denn offen wäre. Eieieiei. Oh, lass die Geiseln frei. Danke für die Rettung. Bitte, haben Sie bitte. Captain Duncan schon gefunden? Ich habe gesehen, wie er den Weg hinter dem Bauhof runtergegangen ist. Okay, ups. Oh, maximal Gesundheit. Oh, Nummer 1. Gleich kommt Nummer 2 hier noch. Da. Ja. Man kennt das. So, F6 für Speichern. Es steht dann in der Zwischenzeit. Der Quicksave ist sehr langsam, obwohl man sehr viel... wie soll ich sagen? Da kommt doch noch einer raus. Eigentlich. Okay, kommt keiner raus. Gutes Timing, Havoc. Nott rückte mir schon ziemlich dicht auf die Pelle. Ja, ich habe etwas ganz Besonderes, das ich beschützen musste. Mhm. Das ist der Prototyp eines Zielmarkers für die neue Ionenkanonenplattform im Orbit, an der die GDI arbeitet. Okay, jetzt habe ich's. Geeignet zur Zerstörung größerer Gebäude. Sobald der Marker platziert ist, bleiben noch genau 10 Sekunden, um in sichere Entfernung zu gelangen. Ich muss mich um meine Männer kümmern. Viel Glück. Okay, weiß ich Bescheid. So, jetzt ist die Waffe weg. Super. Hier hinten war noch ein Secret. Und wir haben hier Tiberium, ne? Genau, das schadet uns auch. Schnell raus. Damit wir wenigstens den Bonus einsacken können. So, nachladen können wir immer. Immer. Okay. Luftschlag sind ausgeführt. Hi. Es ist jedenfalls was anderes, wenn man mal mittendrin ist, statt nur oben drüber drauf. Aua. Okay, die sprengen sich gerade selber in den Luft, das ist gut. Ja. So, und stellenweise kommen eben halt immer wieder Gegner. Ja. Und hundertprozentig genau zielen muss man nicht. Durch Nottgeschütztürme. Alle verfügbaren Einheiten bitte antworten. Aua. Schalten Sie die Geschütztürme aus, um das Kanonenboot zu beschützen. Was? Dann können wir ein wenig Feuerkraft zum Einsatz bringen. Herr Wirk, wir schicken Ihnen C4. Benutzen Sie es auch. Ja. Warnung. Gegnerische Lufteinheiten geortet. Wo ist das C4? Ah, da. Dankeschön. Jetzt können wir nämlich mit C4 die Türme hier kaputt machen. So, und 1. Und 2, 3 und so. Sehr gut. Ich schicke Ihnen einen Kampfpanzer. Verstärkung eingetroffen. Und los geht's. Bam, 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 bam. So, mit der Maus steuern wir letztendlich hier nur den Turm hier oben. Natürlich dreht sich das ganze Gefährt damit überhaupt nicht mit. Zivilist getötet. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid gerade. Das war nicht meine Absicht. So, hier oben könnte man noch ein paar Sachen einsammeln. Das lasse ich mal jetzt einfach. Bum, 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 bum. Oh, warte mal. Die sollte ich mal mitnehmen, ja? So. Mhm. Ansonsten wird ganz normal gängig gespielt mit DSD. Ja, für Reload. Man kann aber auch alles fast einstellen, wie man es möchte. Aber. Ja. Sprengstoff oder schwere Waffen, um diese Geschützstellungen auszuheben. Okay. Ich schleiche mich an. Ich lasse Versorgungsgüter abwerfen. Sie sollten sie einsammeln. Tja, erwischt würde ich sagen. Warte mal, hier ist eine Medaille. Müssen wir mitnehmen. Mitnehmen. Maximale Rüstung. So, ich glaube, damit haben wir fast alles schon erledigt, was wir erledigen müssen. So.
Da hinten gibt es, glaube ich, jetzt noch ein Geheimnis, also hier ein paar Sachen noch zusammenzutragen und ein paar mehr Bonuspunkte dann zusammenzubekommen. Die sparen wir uns jetzt einfach mal. Das ist ein Magnetschlüssel. Er entriegelt Türen mit der gleichen Farbkodierung. Okay, meine Maus war wieder in einem Bildschirm. Das kommt manchmal vor bei den älteren Spielen. Ach so, siehst du, ich bin einmal im Kreis gedreht und zurückgelaufen. Verdammt, verdammt. Oh ja. Gegnerische Lufteinheiten. Okay, wo kommen die? So, weiter. So. Wer ballert denn da? Also letztendlich muss man das Ziel nur im Fahrtenring haben. Ne? Ein Kreuz ist eigentlich zu viel verlangt, um die einigermaßen genau zu treffen. So, das ist ein Priester im Kleid. Das ist ganz wichtig. Ich kann noch immer Zivilisten in der Kirche orten. Okay, die holen wir raus. Okay. Wir sind leider noch nicht fertig. Streitkräfte von Nord nähern sich. Beschützen Sie die Zivilisten, bis wir sie evakuiert haben. Ich schicke Verstärkung. Nehmen Sie Verbindung mit der Verstärkung auf. Sie wird Sie unterstützen. Verstärkungen sind unterwegs. Ja, wir können dann mit den ganzen Mitläufern, können wir dann theoretisch quatschen und ihnen dann Befehle erteilen. Ja, also dass sie den Notleuten abgenommen. Vielleicht können Sie das brauchen. Oh, ach da! Wo rennen die denn jetzt hin? Ihr sollt mir doch helfen! Und nicht abhauen. Naja, okay. Halt! In meiner Nähe bleiben und dann los. Bin direkt an ihrer Seite, Sir. Da siehst du, geht doch. Komm! So, die können dann letztendlich die Leute mit befehligen, dass sie halt uns unterstützen in unserem Kampf. Vor allem, ich weiß nicht, auf was er gerade zielt, aber... Er wird schon machen. Ach da. Na, links kam noch einer, oder? Oder auch nicht. Da. Bam, 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 bam. Das ganze Ding ist ein Multiplayer spielbar, was das nochmal ein bisschen zusätzlich... Ey, was? Was noch einen zusätzlichen Kick bringt. Wie ich finde, weil es dann noch ein bisschen mehr Spaß macht, mit unterschiedlichen Leuten entweder gemeinsam oder gegeneinander zu agieren bei den Missionen. So, dann werden wir mal den Sammler hier kaputt machen. Der Nutzsammler erntet das Delirium für die Raffinerie. Zerstört sie den Sammler. Sehr gut. Das gibt nämlich dann so ein paar Bonusziele und Sekundärziele, mit denen wir unseren Punktestand weiter aufpimpen können und natürlich hier mehr Krams bekommen, was wir dann benutzen können, um uns hier neue Waffen oder eben halt Munition und so weiter zu verdienen und Rüstung vor allem und Heilung. Letztendlich dienen sie wirklich nur dazu da, um ja, den Abschluss, die Abschlussbewertung nach oben zu treiben. Soweit ich weiß, hat es keinen weiteren Nutzen. No? Okay. Haben wir auf die Sniper umgeschalten? Weiß ich gar nicht. Doch, hatten wir. Siehst du? So schnell kann es gehen. Oh, jetzt kommen wir. Nee, doch nicht. Der Hand von Lott. Zerstören Sie sie, um die Verstärkung abzuschneiden. Zerstören Sie die Flarak-Stellung. Dann kann ich ihn verstärken. So, da haben wir die Hand von Lott. Und die Flarak-Stellung brauchen wir, um alles kaputt machen zu können. So. So, wer es kennt, die Hand von Nott, ne? Hier werden nämlich die Bodentruppeneinheiten... Ah, da ist ein Kampfbuggy. Werden hier produziert... Was? Ja, so. Vernichtet. So, mein Freund. Und jetzt kommt so ein kleines Schmankerl. Verstärkungen sind
unterwegs. Wir können komplett rein. Wir können in das Teil komplett rein. Aua. Draußen ist die Hölle los gerade. Ah, nix da. So, meine Freunde. Hey. So. Können wir hier hacken? Nee, ne? Guck mal da. Peace. Brotherhood. So, ein bisschen Werbung da machen. Ja. Dann machen wir das kaputt hier. Und... Gegnerisches Gebäude zerstört. Das ist natürlich auch das Ziel, dann nachher Multiplayer aufzuhalten, ne? Sprich, dass der gegnerische Kommando reinkommt, um alles kaputt zu machen. Hm. Aber eigentlich sind wir noch gar nicht fertig, weil es gibt A noch einen oben. Was? Kommt du denn her? Noch einer. Und es gibt einen unten. Dann gehen wir mal nach unten. So. Denn hier gibt es wieder so ein paar Sekundärziele. Siehst du, wollte ich gerade auf die feuern. Die Sekundärziele. Sehr gut. Danke für die Munition. Wie geht's nochmal nach unten? So. Was es hier unten gibt? Ah, okay. Ein bisschen Upgrades. Oh. Ja, das war's dann an der Stelle. Also geht's wieder nach oben. Aber merkt, das Spiel ist recht, ich würde mal sagen, schnell, ja. Es gibt doch Schleicheinheit, also Mission, hier, sowas, ne? Wo man sich dann rantasten muss und sonstige Sachen. Also es gibt noch unterschiedliche Dinge danach im normalen Spielablauf. Also es bleibt nicht so actionreich, wie es gerade hier ist. Aber es wird riesig. Das heißt, die Karten, die werden mit der Zeit immer größer und machen, ja, es macht es nicht einfacher, den Überblick zu behalten. Das wollte ich damit sagen. Guck mal, wie groß allein so ein Gebäude-Dingens hier ist. Komme ich hier rein nur endlich oder nicht? Ja, okay. Und wir sind draußen. Haha, hi. Oh. Oh. Sie nähern sich der Nordkommunikationszentrale. Bleiben Sie wachsam. So, die Frage ist, kommen jetzt hier welche raus oder nicht? Ich glaube, hier kamen nämlich noch welche raus. Oder sind noch welche drin? Ich weiß es gar nicht. No, steht unten an der Karte. Relativ klein sieht man das. Ah, guck mal, sie kommen endlich raus. Relativ klein sieht man das. Skaliert ihn halt nicht korrekt mit, ne? Durch die höheren Auflösungen. Normalerweise war das Spiel ja, oder ist das Spiel ja in 4:3. 2002, da war an 16:9 Monitoren und Co. eigentlich gar nicht so richtig zu denken. Was heißt eigentlich? Gar nicht, sondern überhaupt nicht. Also die gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Und dementsprechend, als auch höhere Auflösung als vielleicht 1200, was war das? 1280 mal 1024 gab es in dem Sinne nicht. Kommunikationszentrum, um die Tore des Gefängnisblocks zu entriegeln. Sie könnten das Nordkommunikationszentrum zerstören, um den Feind zu behindern. So. Selbstlosigkeit bereits gegen sogenannte Drittlagerstellung vernichtet. Gegen Länder, die sich nicht wehren konnten. Guck mal, hier drüben werden gerade indoktriniert da mit irgendwelchen Sprüchen. So. Dann geht's hier erstmal rein.
Da, 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 da. Was? Was, was, was? Na, 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 na. So einfach geht's nicht. Was hat die GDI? Mein Herr, vergib mir. Es wird sich wohl jemand mit größerer Glaubensstärke um die Situation kümmern müssen. Aber Sir, wir... Melden Sie sich in der Verhörzentrale zur Glaubensauffrischung. Ja, mein Gebieter. ...zu beschützen, eine Kriegserklärung darstellen. Aha. Warum unterbrichst du mich, GDI-Wicht? Ich hab da was für dich. Sehr gut. Da haben wir doch mal Kane noch ganz kurz gesehen hier. Sein Cameo-Auftritt. Angriffsdienst kämpfen sich plündern durch die Straßen eures Dorfes. Ach so? Sie töten eure Landsleute, eure Nachbarn und Brüder. Okay. Und. GDI benutzt wehrlos. Gegnerisches Gebäude zerstört. Vielleicht besteht hier doch noch Hoffnung für Sie. Drücken Sie den Knopf neben dem Tor, um den Gefängnisblock zu öffnen. Ja, mach ich doch. So, dann gehen wir aber wieder raus. Bam, 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 bam. Ja, ich glaube hier, ne? Schreckliche Waffen mit unglaublicher Zerstörungskraft über den Rohstoffvorräten dieses Landes in Position gebracht. Da die GDI. So, fertig damit. Das Gesabbel kann noch keiner die ganze Zeit anhören. So, ich glaube, gleich stürzt das Spiel ab. Ich glaube ja, Das Spiel stürzt ab, weil aus Gründen, keine Ahnung. Aber es soll zumindest erstmal reichen, ne, um zu zeigen, wie es läuft. Und hier, man hätte wirklich die In-Game-Animation nutzen sollen, statt vorgerenderte Videosequenzen. Ich glaube, da wäre weitaus mehr Effekt gewesen, oder? Geht der jetzt kaputt? Ich weiß es nicht. Ersatzrad, hier, wir haben relativ wenige Sternchen bekommen, ist logisch. Gebäude zerstört. Wir haben Zivilisten, glaube ich, auf dem Gewissen. Und dementsprechend geht das auch negativ auf unser Konto. Oh. Es geht doch weiter. Also beim letzten Mal beim Test ist es abgestürzt. Jetzt winkt er uns wieder ran, oder? Oh, Sorry, Sir. The call just came in. We're to place you under arrest. Ah, Militärpolizei. What kept you? Eieieiei. Hope you've had some time to contemplate your actions, Havoc. Won't happen again, I swear. Yes. Oh, good. Your old Special Forces team, the Dead Six, just got back from Peru with some disturbing information. This is surveillance video from GDI's R&D base in Guatemala. The Black Hand launched an attack on the facility and captured our top three Tiberium research specialists. Dr. Ignacio Mobius, his daughter, Sydney, and Dr. Elena Petrova. The rest of the staff was executed on the spot. These video captures were taken from the same surveillance tape. We've been able to identify this man. His name is Mendoza. He's a former operative for the Sword of Chagall, an extremist wing of the Colombian separatist movement. Now, he's the Brotherhood's most dangerous assassin. We've never seen this man before. We do know that the supreme commander of the Black Hand is a general named Ravishaw. This might be our first look at him. Pee-wee and I have already met. He's a cold-blooded killer. And Havoc, if Ravishaw is involved, this operation may have been ordered by Kane himself. We've discovered where Ravishaw has taken our scientists. Your orders will be delivered en route. I'm on it. Havoc, one more thing. Sakura. Did you know that your ex... squad member... join the Black Hand? She's a mercenary. She follows the money. As long as there isn't any conflict of interest. Conflict of interest? Sure. I got interest in conflict. Schöner Spruch. Bewaffneter Überfall. Schöne Musik. Evok, Ihre Aufgabe besteht darin, die Notbasis zu finden und die Wissenschaftler zu retten. Ich stelle Ihnen einen Wüstenjäger zur Verfügung. Okay. Gucken wir uns das doch an. Ach komm, das gucken wir uns doch an.
Also zwar nicht die gesamte Mission, weil die werden nämlich immer länger. Und so ein Einsatz, der kann sich dann auch wirklich dann zig Minuten oder auch Stunden hinziehen. Ja. Wüstenjäger. Nehmen Sie den Wagen, Herr Bock. Die Straße vor Ihnen ist völlig frei. Aha. Herr Bock, zerstören Sie den Heliport. Sie werden es dann mit weniger Apaches zu tun bekommen, da Sie einen längeren Anflugweg haben. Offenbar fordert der Officer in diesem Wachturm gerade Verstärkung an. Eliminieren Sie jeglichen Widerstand und besetzen Sie diesen Turm. Okay. Ja. Was? Wer schießt da? Komm, nachladen. So, mein Freund. Jetzt aber. Wie kann ich den jetzt besetzen? Um das Zielgebiet zu sichern, muss jeder feindliche Widerstand im Gebiet ausgeschaltet werden. Ach so. Also muss ich das ausschalten. Aua. Wie kriege ich den da oben ausgeschaltet? Wahrscheinlich mit der besseren Waffe hier oben. Wo ist der Hubschrauber? Okay, Kisten halten mich auf. Ja. Ich gebe Ihnen Deckung, Sir. Ja, dann deck mich. Warte mal, da müssen wir hin. Das ist bestimmt auch Widerstand, der muss weg. So, jetzt darf ich. Deckung, Sir. Okay, los, gib mir Deckung. Zielobjekt gesichert. Gut gemacht, Herr Bock. Achten Sie auf weitere Verstärkung, die der Gegner erhält. Muss ich jetzt den Hubschrauberplatz auch kaputt machen? Eigentlich schon, weil der hat hier nämlich ein Sternchen, ne? Das ist mein neuer Wagen, aber... So, Ziel erreicht. Sekundärziel. Gute Arbeit, Herr Bock. Da siehst du. Da. Hä, was? Er hat mit Spiegel rausgeschossen. Okay, rüberfahren können wir trotzdem. Ihre nächsten beiden Ziele befinden sich in den Häusern jenseits der Brücke. Schalten Sie jeglichen Widerstand aus und besetzen Sie die Häuser. Jawohl, ja. Komm nach, nach. Komm mal her. Wie, ich darf nicht in den Panzer. Ich will den Mammut haben. So beschiss ist das. Achtung, alle GDI-Streitkräfte bitte kommen. Benötige sofort Unterstützung. So, mein Freund. Ja, schön hinlegen. Ein Kampfbuggy hätten wir wahrscheinlich benutzen können. So, ich guck mal kurz hier rein. Die Gebäude stehen hier. Komm zu Papa. Gebiet gesichert. Nur weiter so, Herr Bock. Da fühlt man sich so richtig gebraucht, Lope. Ja, so richtig gebraucht. Noch ein Mammut. Oh, danke. So, mein Freund. Ich sehe nichts. Einfach mal hier Soldaten abknallen. Was? So, jetzt aber. Wer schießt denn hier? Die Zielansicht ist natürlich
Ja. Und tschüss. Irgendeiner ballert ja aber noch. Ich glaube, der hier drüben, ne? Der Einzelne. Können wir noch mehr? So, jetzt ist er aber weg, oder? Was? So, mein Freund. Du auch noch. Und wo hier hinten ist mein Sekundärziel? Ich glaube, ich muss die Hütte hier übernehmen. Was? Ist euer Ernst? So, mein Freund. Ausgezeichnet, Havok. Es ist eine Freude, Ihnen bei der Arbeit zuzusehen. Oh ja. Ah, das ist meiner. Okay, ich wollte gerade feuern. Ahnung, warum ist das Sternchen da hinten schon wieder? Ich gebe Ihnen Deckung, Sir. Ah, das ist super. Rückendeckung ist ganz gut. Bam, ba, 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 ba. Nun komm. Ich bin direkt hinter. Das ist sehr gut. Steht aber eliminieren, ne? Warte mal. Da ist doch irgendwas mit eliminieren. Da, in die Richtung. Warum? Oben rechts sieht man das. Eliminieren, Entfernung 320, 310. Das ist wahrscheinlich wieder nur ein Sekundärziel von vielen, ne? Ja, das ist noch in dem anderen Gebiet. Warte mal. Fahren wir mal schnell nochmal hin. Wahrscheinlich da drin, ne? So. Ausgezeichnetes Timing, Herr Lock. Stellen Sie sicher, dass sich keine Feinde mehr in den Gebäuden aufhalten. Ihre Jungs sind nicht gerade hilfreich. Benötige hier mehr davon. Okay, war doch ganz nett. Aber gut. Wir fahren wir schnell noch zum Mammut und dann durch den Tunnel und dann gucken wir mal, was dahinter noch kommt. Aber wie gesagt, es ist erstaunlich, ja, dass Spiele von damals und halt heute noch so gut performen können. Gut, die Grafik, ne, die könnte einen Lopoli-Wettbewerb gewinnen, aber ist aber so schlecht, ist er. Oh, ist der jetzt weg? Der Mammut ist weg, oder? Der Mammut ist weg. Vor Ihnen auf der Straße fährt der Notkonvoi, Havok. Können Sie ein paar Raketen abwerfen lassen? Werde wohl mehr davon brauchen. Alter! So. Weg mit den Dingen. Lagerstellung vernichtet. Die Werfermunition ist unter dem Konvoi, müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Gut gemacht, Herr Rock.
Okay. Hui, war knapp. War sehr knapp. Oh, kommt neuer Panzer. Na, du willst doch nicht etwa... Der hat's nicht überlebt. Der hat's nicht überlebt. Sehr gut. Okay, da kann ich einen Kampfpanzer nehmen. Kommen wir hier irgendwie rein? Kriegen wir hier irgendwas Neues? Versuchen die einen doch mal vom Rücken her, ne, zu überfallen. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Laut Karte, die wir nicht haben, würde ich jetzt da hingehen. Oder was sagt die Map? Guck mal. Huch. Ich kann nicht reinzoomen und rauszoomen. Das ist auch nicht so schlimm. Sichern Sie das Skigebiet. Mit Schneekanonen. Folgen Sie dem Feldweg an den Wachtürmen vorbei. Okay. Ah, mein Freund. So. So, dann gehe ich mal da rein, wa? Was? Wo kommen die denn alle hier? Um das Zielgebiet zu sichern, muss jeder feindliche Widerstand im Gebiet ausgeschaltet werden. Okay, kriegen wir hin. Ja. Schön die Schneekanonen da rum. So, darf ich es jetzt sichern? Nee, da ist doch eine feindliche Einheit. Und vorne auch noch. Und hinter mir auch. Kuckuck. Oh, der Offizier ist auch hinüber. Und jetzt haben wir noch vorne was. Aber irgendwo kommt ein Hubschrauber. Da ist noch einer. Eieieiei. Ach, die könnten wir jetzt übernehmen. Guck mal. Wir können jetzt einen Notpanzer übernehmen. Ich häng fest. So, ist denn das jetzt gesichert oder nicht? Unten ist irgendwo noch was? Die Satellitenaufklärung zeigt, dass sich eine weitere Flarak-Stellung in der Gegend befindet. Achten Sie auch auf Ingenieure, die sie reparieren. Aber ich glaube, wir können es jetzt hier übernehmen. Warte mal. Muss man dazu sagen, wir spielen gerade auch auf Anfänger. Das heißt, die Einheitenstärke wird mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad höher und es kommen mehr. Ja, also es ist nicht so, dass es hier dann so luschig bleibt, wie es jetzt gerade ist. Flarak-Stellung vernichtet. Flarak-Stellung ausgeschaltet. Wobei ich könnte jetzt sagen, das sind meine Skills. Ne? Gute Arbeit. Ich könnte jetzt sagen, das sind meine Skills, die hier gerade... Oh, okay. Hier oben ist noch einer. Oder hier drin. Und hier oben. So, danke schön. Ich gebe Ihnen Deckung, Sir. Danke. Was denn? Habt ihr noch? Ich gebe Ihnen Deckung. So, kommt mal mit. Ich glaube, ich muss da lang, ne? Es würde jedenfalls Sinn machen.
Ja, was haben wir denn da? Komm, schön mitmachen hier. Ei. Sind wir stark beschädigt? Ja, das geht gerade so noch. Aber lange halten wir hier nicht immer durch. Oh, der schöne Kampfpanzer, macht den nicht kaputt. Schön rein, ja. Flakstellung vernichtet. So. Die da hinten muss noch weg. Flakstellung vernichtet. Immer wieder eine Freude, ihn bei der Arbeit zu sehen. Ja, das freut mich zu hören. Ja, wir sind gut bei. Guck mal, es gibt neuen Panzer für uns. Die Satellitenaufklärung zeigt, dass sie. Irgendwas ist da im Busch. Das Gebäude gegenüber vom Damm ist ein Notkraftwerk. Es versorgt die anderen Gebäude in der Gegend mit Strom. Sie können es sich viel leichter machen, wenn Sie es rasch zerstören. Wie soll ich da rüberkommen? Havoc, die Satellitenaufklärung von Eva zeigt an, dass es einen Aufzug gibt, der auf der Seite des Damms in das Kraftwerk führt. Das war's, was ich wissen musste. Danke, Loke. Das heißt? Das ist aber ein Obelisk da hinten. Ach, da unten ist das Kraftwerk. Habe ich nicht vielleicht so eine Chance? Na. Komm, schieß ihn ab. Oh, oder daneben. Warnung, Sie nähern sich dem Nordobelisken. Äußerste Vorsicht ist angeraten. Das hatte ich befürchtet. Der Nordobelisk wird von innen repariert. Daher ist eine Zerstörung von außen nicht möglich. Mhm. Der Obelisk wird nicht einfach so von selbst weggehen. Solange Sie ihn nicht ausgeschaltet haben, sitzen Sie hier ebenfalls fest. Die helfen auch nicht gerade. Uiuiui. Ich hoffe, ich denke, der wird von innen repariert. Na, dann gehen wir mal von innen durch. Vielleicht. Klappe zu. Das ist langer. Da. Wie alles sind, das ist Hammer, oder? Ich denke, das wird auch im späteren Verlauf recht anspruchsvoll. Uiuiuiui. Okay. So. Da kommt noch jemand? Ja. So. Alles super. So, ich glaube. Die müsste ich kaputt machen. Ah, guck mal. Jetzt sehe ich sie erst. Guck mal. Ah.
Wir sind beim Kraftwerk. Wir sind beim Kraftwerk. Ein Eindringling, haltet ihn auf! Was? Wo ist ein Eindringling? Hier ist die Pionierabteilung. Was geht da oben vor? Die Pionierabteilung aus der Pionierrepublik. Ja, mein Freund. Ja, du bist weg. Du bist weg. Du bist da. Ich höre es immer klappern, aber ich glaube, das bin ich selber. So, jetzt müssen wir die Zentrale hier. Oh, weg mit dem Flammenwerfer. Hi. Ui. Ach, guck mal, da. Da drin kann man eigentlich sich gar nicht drin befinden, oder? Wir machen es mal ganz konventionell. So. Strom aus. Das reicht, Herr Lok. Gute Arbeit. Ohne Kraftwerk ist der Obelisk keine Bedrohung mehr. Und ohne Kraftwerk müssten aber die Fahrstühle auch nicht funktionieren. Aber wir fahren bestimmt auf Notstrom. Da-da-ba-ba-ba. Huch. Das war gerade aber ganz schön dunkel. So, wie komme ich jetzt darüber? Cool. Das heißt, ich muss wahrscheinlich wieder den kompletten Gang durch den Berg durch, ne? Das meinte ich damit, dass hier stellenweise sehr lange Wege dann vonnöten sind, weil man sich ja auf einer kompletten Map hier bewegt. Theoretisch ist hier noch haufenweise mehr, was wir bisher nicht gefunden haben. So, und irgendwo hier war er. So. Bam, 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 bam. Na, wir kriegen Besuch. Wir nehmen den alten Weg, der schon letztes Mal funktioniert hat. Bam, 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 bam. Ja, wo seid ihr? So, das müsste dann der Fahrstuhl sein, der wieder oben rauskommt, ne? Glaube ich. Ja. Kann ich denn nicht, das war jetzt unspektakulär. Ich hätte gedacht, das Ding geht kaputt, aber nein. Warum geht das nicht kaputt? Weil es von innen zerstört werden muss, richtig? Wäre mal was ganz Neues. Aber hier gibt es ja keinen Innen, oder? Doch, hier gibt es einen Innen. Hier gibt es einen Innen. Uiuiui, dann machen wir es von innen kaputt. Tschüss. Konnte man sich gar nicht vorstellen, dass so viel noch, dass noch so viel Weg unten drunter ist unter den Gebäuden, ne? Was man so aufgebaut hat. Weg mit deinem Flammenwerfer. Nicht bei mir. Nicht festpacken. Ja. Die Konsole ist eigentlich schon alles kaputt. Das wäre der andere Weg gewesen, das kaputt zu machen, aber es ist schon kaputt. Aha. Die Hauptkontrollstation ist noch immer aktiv. Das Schaltpult sollte sich hier irgendwo befinden. Suchen ja. Und zerstören Sie es. Hier irgendwo. Ich mag sowas.
Wahrscheinlich das Grüne, ne? 80 Meter wahrscheinlich hier in dem Turm drin. Hm. Nee, ne? Oh, bitte nicht da unten. Ey, Leute, da komme ich her. Mitkommen. Mitkommen. Nee, so. Nochmal. Alles unter Kontrolle. Alles frei. Ich drück doch die hier. Ist royal. Ach, bleibt einfach stehen. Alles gut. Ich schaff's doch alleine. Huch. Oder bist du das? Das Hangar-Tor sollte jetzt offen sein. Ah, oder so. Okay. Hier sind wir reingekommen, ne? Hoffe ich mal. Komm, fahr runter. Oh. Tja, also offen sieht anders aus für mich, aber ist okay. Ah. Und da gibt's Dinge, guck mal hier. Huch, speichern. Ne, was haben wir jetzt hier? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Vielleicht bin ich aber auch richtig. Uiuiui. Hier kriegen wir ja schon alles. Aber hier... Nö. Immer schön nachladen, ne? Weil wir brauchen volles Magazin. Lohnt sich das hier hinzugehen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, das ist wirklich hier nur zum Krams holen. Okay. Wo auch immer die Geräusche herkommen hier. Du, 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 du. Havoc, Eva hat festgestellt, dass es in der Gegend mehrere Maschinen gibt, die über eine einzigartige Strahlungssignatur verfügen. Schalten Sie die drei Maschinen aus. Dadurch wird Nott bei seiner Tiberium-Forschung einen schweren Rückschlag erleiden. Ich empfange hier ein paar merkwürdig. Diese Höhle scheint von einem Meteoriteneinschlag zu stammen. Eva hat berechnet, dass es sich schon einige Zeit hier befindet, aber erst vor kurzem freigelegt wurde. Halten Sie besser Abstand. Es ist voller Tiberium. Oh. Ja, was? Kampfhubschrauber. Wie viel Schuss haben wir davon? Nur ein bisschen. Okay. Wer ballert denn? Ach, da ist noch eine Stellung. Okay.
Wo muss ich jetzt noch hin? Ah, nicht so dicht, nicht so dicht, nicht so dicht. So. Hier ist noch irgendwo einer. War der getarnt? Die Saudi. Ich gehe mal hier lang. Hier wird es irgendwie diesig, neblig oder eisig. Keine Ahnung, was das ist hier. Waren wir hier nicht schon mal? Nee, ist ein anderes. So. Okay. Ich habe echt keine Ahnung. Ist jetzt, also jetzt wird es wirklich megamäßig groß. Und ich verliere langsam den Überblick. Neues Sekundärziel. Hier gibt es nur Sekundär. Sie werden weniger Feinde ausschalten müssen, wenn Sie zuerst die Hand von Lot zerstören. Sie erinnern sich doch noch, wo die Hauptkontrollstation ist. Das weiß ich nur zu gut. Ja, keine Ahnung. Also aktuell wird es jetzt, das wird jetzt richtig unübersichtlich. Und für einen Überblick oder einen kleinen Einblick in das Spiel. Wer bist du denn? Bist du der Koch oder was? Tatsache, das ist der Koch, der Küchenchef. Und für einen kleinen Einblick in das Spiel, soll es auch, denke ich mal, an der Stelle reichen. Also die Missionen werden dann immer umfangreicher, wir merken es halt schon. Die dauern länger, sie sind vielschichtiger. Was? Gibt's ja auch noch. Und, okay, der Küchenchef ist auf unserer Seite, wie es scheint. Hier geht's noch weiter nach unten. Und was wollte ich sagen? Ja, vielschichtiger, höher, weiter, schneller und überhaupt. Der hilft uns. Was? So. Geht jetzt bloß noch, dass der Dings mit bei ist. So. Tatsache, der Koch kommt hier. Der ist auf unserer Seite, der Küchenchef. Cool. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Für einen kleinen Einblick oder Überblick in das, dieses doch schon 16 Jahre alten Spiels soll es an der Stelle auch reichen, denke ich mir. Wir werden... Uiuiui. Da ist ein eigenes Biotop drin. Wir werden... nee, wir nicht. Also ich werde jetzt hier an der Stelle einen Cut machen. Und wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Ich hoffe, es hat euch einen guten Einblick in das Spiel gebracht und verschafft. Der rennt uns hinterher. Wie ein Hündchen. Was? Der hat mich angegriffen. Definitiv. Der hat mich angegriffen. Gut, vielen Dank fürs Zusehen und da wo es das Spiel noch gibt, also meistens wahrscheinlich nur bei eBay und bei Amazon, wenn überhaupt, bei Origin gibt es es nicht, habe ich schon geguckt, werde ich dann einen Link wieder hinsetzen, wenn es irgendwo eine öffentliche oder offizielle Quelle gibt. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in einem anderen Video, würde mich freuen. Bis dahin, euer Firefox.